Hallo Leute, erst einmal frohe Ostern und ich hoffe, ihr genießt den Tag, auch wenn ihr alle in Quarantäne seid, zumindest sein solltet. Aus diesem Grund mal ein bisschen Abwechslung und zwar das obligatorische Oster-Tutorial. Und zwar, wie ihr so Ostereier erstellen könnt oder so eine Szene mit Rasen, mit Grünflächen und mit Osterei. Deswegen fangen wir einmal an. Und zwar, wir machen uns erstmal die Eier. Und zwar machen wir uns eine Kugel. Die Kugel machen wir ein bisschen runder. Also machen wir einfach mal Segmente 100 Segmente. Dann drücken wir jetzt C, um das editierbar zu machen. Dann wählen wir unser Skalierwerkzeug und skalieren das etwas nach oben. Ich denke, so ist gut. Man kann es auch immer noch ändern. Ja, das ist ein bisschen viel. Ja, ich denke, so ist okay. So, dann können wir uns das, machen wir gleich, das duplizieren. Das heißt, wir machen uns erstmal eine Ebene. Die Ebene skalieren wir. Nicht zu groß, weil ansonsten hat euer PC viel zu tun. Ungefähr. Lassen wir mal so. Das Ei ziehen wir mal. Ups. Das Ei, na, komm schon, ziehen wir mal in die Mitte. Obwohl, ziehen wir was ein bisschen kleiner. Ja, okay. So sollte es klappen. So, dann nehmen wir uns bei der Ebene, gehen wir auf Simulieren, auf Hair Object, also und Haare hinzufügen. So, dann können wir hier die Haare uns erstmal aussuchen, wie wir haben wollen. Und zwar, obwohl machen wir uns erstmal eine, na, Licht. Und zwar nehmen wir uns ein, bei Licht nehmen wir uns ein Dimlight, also bei Redshift. Ansonsten könnt ihr euch hier beispielsweise einen physischen Himmel nehmen. Sieht auch nett aus. Und den Dimlight nehmen wir, gehen wir hier auf unser Presets, Eigen, Material, HDRI, Outdoor und nehmen wir unseren Carpenter. Carpentry Shop. So, jetzt gehen wir zurück unseren Her und jetzt können wir mal rendern. Also wir gehen in unsere Voreinstellungen, gehen auf Renderer, auf Redshift und rendern wir mal. Wie wir schon mal sehen können, Haare sind da, aber das ist noch sehr ausgedünnt alles und noch nicht so schön. Deshalb machen wir uns erstmal einen Boden. Dann machen wir uns ganz easy einfach eine normale Textur. Machen wir braun. Dann gehen wir hier auf Relief. Gehen wir hier auf Bump. Also Noise. Ziehen das einfach hier auf die Ebene rauf. Dann gehen wir hier auf unser Her. Dann gehen wir hier erstmal bei der, nicht Länge, bei der Dicke. Erstmal, wenn ja 0,1 habt ihr hier. Dann geht ihr auf 1,5. Dann habt ihr schon mal ein bisschen dicker. Wir können jetzt hier, na, unsere Kurven nehmen. Das heißt, hier ist die Wurzel und hier ist der quasi das Ende. Das heißt, wenn wir beispielsweise so machen, dann ist die Wurzel dünner und geht dann über ins Dicke. Dann nehmen wir uns einen Kräuseln. Gucken wir mal. Ja, knicken. Gucken wir mal. Und ich denke, das reicht erstmal. Farbe nehmen wir uns. Ein saftiges Grün. So ist gut. Und
Okay, das lassen wir Wurzel. So, dann daher gucken wir noch mal und gehen bei Anzahl, gehen wir mal einfach ein bisschen höher. Machen wir mal, obwohl, bevor wir es machen, damit ihr es sehen könnt, wir machen ein bisschen Unebenheiten rein. Das heißt, wir gehen hier auf unser Deformer-Werkzeug, Displacer. Displacer ziehen wir unterhalb von der Ebene. Na, unterhalb der Ebene. Dann gehen wir auf unser Shading hier, gehen dann auf Shader, gehen dann hier auf Noise und lassen es einfach. Das heißt, wir gehen auf Objekte, weil ihr seht, es ein bisschen Unebenheiten gibt es, ist noch nicht so viel. Das heißt, auf Höhe gehen wir auf 100. Und haben wir hier schon mal so ein paar Dellen drin. Könnte es auch halt ein bisschen höher machen. Müssen wir gleich mal gucken, wie es aussieht. Machen wir mal 200. Okay, 200 ist ein bisschen viel. Machen wir mal 150. Ja, okay, ist auch ein bisschen viel. Ja, also deswegen seht ihr, 100 ist schon okay. Ja, 120, 120 geht auch. Gucken wir mal. So, dann gehen wir hier auf unser Her, gehen auf Guides, gehen hier auf Lassen das, weil das Guides, damit euer PC nicht überlastet. Das heißt, weil wenn ich hier ändere die Anzahlen, wird es auch im Manager geändert. Gehen wir beispielsweise auf 1000. Dann dauert das eine Weile. Ah, okay, erstmal müssen wir natürlich Haare umstellen. Und bevor wir die Anzahl hier der Wurzel beispielsweise ändern können, ist natürlich, weil klar macht Sinn. Also wenn wir jetzt beispielsweise hier darstellen und gehen auf Linien, sehen hier halt die Linien. Und wie ihr sehen könnt, nehmen wir den Displacer kurz mal raus, sind die Haare den Polygon hier zugeordnet. Das heißt, wenn wir jetzt beispielsweise Polygonfläche nehmen, dann haben wir die Flächen und dann können wir auch die erhöhen, die Anzahl. So, dann rennen wir, obwohl wir machen den Displacer, ziehen wir wieder rein und gucken mal, wie es aussieht. Ja, okay, gut. Also, ziemlich abgestorbene Erde, ziemlich abgestorbener Rasen, das wollen wir nicht natürlich. Heißt, erstmal machen wir hier natürlich die von der Erde das, die Reflexion weg. Dann gehen wir hier beim Displacer doch lieber auf 100. 120 war ein bisschen viel. Also macht 100. Hat er das gemacht? Ja, okay. Mal auch ein bisschen hoch, aber naja, gut, okay. Dann das Ei ziehen wir uns erstmal ein bisschen kleiner. Dann ziehen wir es hoch, dann Mittelmaustaste, dann können wir hier ungefähr ein bisschen gucken, wo das aufliegt. Jetzt, da das ja mit Noise, na, displaced wurde, also ja, dass es keine Ebene ist, müssen wir natürlich gucken, ziehen es gegebenenfalls ein bisschen runter, wie das passen könnte. So, dann drehen wir das. Dingen. So. So, ich denke, ist in Ordnung. Ach Quatsch, jetzt habe ich das Gras natürlich angewählt. Na ja, egal. Wollen wir natürlich nur die Kugel haben. Dann kopieren wir das, dann ziehen wir uns hier das zweite UI. Dann machen wir hier mal nochmal ein Ei. Das legen wir uns dann hier hin.
Und noch ein Ei. Machen wir hier. Dann gehen wir auf Erzeugen, Redshift, Material, Material. Dann haben wir 1, 2, 3, 4 Eier. Das kopieren wir uns dann dreimal. 1, 2, also mit S, mit Steuerung C und Steuerung V. 3 und 4. Dann machen wir das hier einfach ja, ganz normal. Blau. Bisschen heller. Ah, es sollte nur ein simples Blau sein, mein Gott. Ja, okay, egal. Dann hier machen wir uns ein Orange. Und dann hier können wir beispielsweise ein Rot machen. Und dann hier machen wir ein Gelb. Und das verteilen wir auf die Eier. Kugel 1, Kugel 2, Kugel 3 und Kugel 4. So, dann machen wir uns die Haare. Gehen wir hier bei den Haaren auf 5000, machen wir. Müssen wir gucken, müssen wir uns immer ranarbeiten, was am besten nicht zu wenig ist, nicht zu viel. Also, wir haben jetzt 5000, machen wir mal 200. 1, 2, 3, also 200.000. Und es sollte auf jeden Fall besser aussehen. Und voilà, haben wir unsere Wiesenszene. Das finde ich soweit ganz cool. Jetzt sehen wir auch natürlich ganzen Büsche hier. Ganz Unebenheiten. Also ich finde das Weiße ganz cool, ehrlich gesagt. Gefällt mir gut. Wenn es euch nicht gefällt, dann macht einfach, weil das ist quasi das Glanzlicht. Also das glänzt halt einfach nur. Das heißt, wir gehen hier auf unser Gras. Dann gehen wir hier auf Glanzlicht wegmachen. Und dann haben wir halt unser Grün ohne irgendwelchen weißen Schimmer, den ihr halt habt. Das heißt, wenn wir jetzt gucken wir mal, ob das von der Farbe so intensiv ist oder. Und voilà, haben wir hier eine schöne, satte, frische Wiese. Ja, das sieht halt einfach realistisch aus, aber obwohl das Weiße gefällt mir auch ganz nett, es ist auch ganz schön, also gefällt mir auch. Muss halt eventuell nur gemäht werden hier. Apropos mähen, dass wir gerade beim Thema sind. Wir können hier bei unserer Hair, können wir hier bei Haare, ne, bei Guide, sorry, können wir hier die Länge ändern. Ja, 50 ist auch nicht schlecht, finde ich auch ganz gut, aber gut, 100 halt, habt ihr halt ein bisschen mehr. Also genau, wie gesagt, das war's dann soweit. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich Daumen hoch nach oben freuen. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wie es euch gefallen hat, was kann ich besser machen, was war nicht so toll. Ansonsten könnt ihr mir gerne ein Abo dalassen, würde mich immer wieder freuen. Und ja, schreibt mir gerne auch in die Kommentare, was ihr als nächstes gerne sehen wollt von mir. Ansonsten würde ich sagen, haut rein, bis dann und ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.